Willkommen zu einem neuen Video und ich habe letztens gesehen, wir haben einige Keys-Fans hier in der Henno-Community, deswegen begrüßet recht herzlich Keys. Hallo, hey, wow, so viele nette Kommentare gelesen. Ich war ja total verunsichert, weil ich weiß ja, das ist so eine super elitäre, erwachsene Community. Da dachte ich mir so, oh, komme ich da gut weg? Aber die waren alle super lieb. Die war es ganz schüchtern, gell? Aber ich muss auch sagen, ich war schüchtern, ja. Die Kommentare waren echt lieb. Ich hatte auch Angst, aber es war einfach nur durchgängig lieb. Deswegen vielen Dank. Total lieb. Ich habe es überlebt. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde ich vor so einer Erschießungswand, so für die Leute, die hier auf dem Boden liegen. Nur für mich ging es besser aus. Ja, die hatten weniger Glück. Die sehen nicht so gut aus, aber bei mir war es in Ordnung. Deswegen, vielen Dank für die lieben Kommentare. Wir haben auch diesmal vom kranken Max, der sich wirklich sehr krank anhört, noch eine Botschaft. Denn ja, wir spielen Ready or Not und ja, ich bin nicht die Beste in Ego-Shooter und deswegen ist Keys dabei. Aber ich habe noch einen heißen Tipp von Henno bekommen. Jo, genau, also wegen Ready or Not, ne, lass dich ja nicht verarschen. Da kostet irgendwie eine neue Erweiterung 75 Euro, dass du eh eine Map hast und ein paar Waffen oder so. Ey, frag doch mal, stört sich. Die verarschen die Leute übel, ne? Also ist mir eigentlich sehr unangenehm, wenn ihr sowas präsentiert, aber wenn jetzt schon Start ist, dann zieh einfach durch. Also macht euer Ding, ja. Ey, vielen Dank nochmal. Schwester, Küsschen, ja? Und so. Ja, wir haben auf jeden Fall die Map gekauft, weil sie sie euch zeigen wollten, damit ihr es nicht tun ja, wolltet. Ja, Moment, ich muss dazu was Wichtiges sagen. Ja. Weil bei Sterzig haben wir das ja auch gespielt, ne? Und da haben die Leute gemeint, Moment, es kommt ja auch alles kostenlos irgendwann. Also für die Leute, die das Basisspiel gekauft haben, das ist auch vollkommen korrekt. Irgendwann kommt dieser ganze Content auch fürs Basisspiel. Das ist alles so ein bisschen zeitversetzt. Und wir haben ja schon öfters Ready or Not gespielt und wir fanden es halt nur ziemlich krass, dass wir jetzt eine Pause hatten von 3-4 Monaten und es kamen auch ein paar Updates. Und auch diese Karte hier ist im Basisspiel drin, aber völlig leer. Und wir fanden es halt schon krass, dass man dann so ein, ich sag mal, so ein Gap dazwischen hat, dass die Leute, die halt ein bisschen... Gott, ich bin schon... Ich wollte... Okay, das sind die Entwickler, die sagen, nein, kritisier mich nicht, Keys. Ich sehe ihn, Vorsicht. Um Gottes Willen. Kauf unser Zeug. Habe ich ihn? Sehr gut. Nein, ich habe ihn noch nicht. Ja, okay, nie nachladen, wenn man gerade in Position ist. Hast du ihn gut? Ich werde euch nie wieder kritisieren. Das ist die beste Jedenfalls, ihr müsst ja nicht kaufen. Wir haben es getan, um es euch zu zeigen, damit ihr überlegen könnt, freuen wir uns drauf oder nicht. Ja, natürlich. Es ist dazu da, um eben die Entwickler zu unterstützen. Und viele Leute finden das toll. Es hat ja auch eine tolle Bewertung. Ja, es kommt ja auch sehr gut an. Und dementsprechend will ich das auch gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Aber es ist schon ein bisschen krass. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Auf jeden Fall. Ich habe mir hab gesagt, ich bin immer ganz gerne in dieser Situation das Schild. Da fühle ich mich am wohlsten. Das heißt, ich gehe meistens immer vor. Ja, du gehst vor, klar. Du bist die Praktikantin. Und, Ist ja so. Ich meine, warum denkst du, warum wir Menschen wie dich einstellen? Das höre ich nicht zum ersten Mal. Klar, los, hopp, Kaffee holen und Schild raus. Das hat sich aber damals also anders angehört. Halt, das Schild ist mir neu. Kein Spaß. Das Geile ist halt, wenn du die ich sag mal, Basic-Version spielst. Da vorne! Achtung. Grad aus an der Treppe! Vorsicht, was tust du? Du kannst auch schießen, ne? Das ja. Aber ich habe hier kein Visier. Ich bin tot. Ich habe hier kein Visier. Ist der Arsch hier eigentlich legal oder? Ja, ist ja legal. Ach, das ist eine Geißel. Aber ist der Hintern hier jetzt legal oder muss man das zensieren? Da muss man gar nichts zensieren. Wir sind hier auf Hand of Uncut. Erschieß den doch. Gar nicht du. Ich habe gesagt, ich bin tot. Ich wurde erschossen. Die Map ist echt hart. Die ist hart. Wir spielen Ready or Not und nicht Minecraft. Ich kann nicht mal Minecraft spielen. Oh Gott, wir sind alle verloren. Wie soll ich denn das schaffen? Sterzig, jetzt komm mal her. Okay, komm. Jetzt aber Konzentration. Jetzt machen wir ernst. Das war jetzt nur die Aufwärmrunde. Das war jetzt so ein bisschen Intro-Labern. Ja, hier oben ist alles so ein bisschen erotisch, aber ist cool noch. Jetzt ist Schluss mit lustig. Achtung, Vorsicht, hier könnte direkt jemand... kommen, ne? Ja, warte. Ich habe das Problem, wenn ich das Schild habe, dann habe ich diesen dummen Revolver und damit habe ich das Problem, dass ich nicht zielen kann. Da ist kein Fadenkreuz und das finde ich sehr nervig. Ja, wie mache ich doch mal Nachtsicht an? Wie mache ich nochmal Nachtsicht an? Ich glaube, es wäre N. Ja. Wäre das sinnvoll, das anzumachen? Nee. Hier nicht, ne? Okay. Okay, lass mich kurz vor. Sobald ich angeschossen werde, gehen wir zurück und dann würde ich auch gucken, dass ich von... Okay, vergiss nicht.
Wir müssen. Ich höre jemanden. Auch immer die Geiseln durchsagen. Okay, dann ja, geh mal vor. Okay, also Tanga Woman ist eigentlich immer. Da, okay, ist Tanga Woman. Ja, die ist cool. Mal hier anbrüllen mit F. So, weiter, weiter, weiter. Okay, du musst erstmal hier das Foyer ja, säubern. Ja, ich mach das, Vorsicht. Ja. Hier ist, glaube ich, alles clean. Das heißt. Da oben rennt einer. Da oben ist jemand am Joggen. Okay, aber wir können sie, glaube ich. Richtig hart. Hier, ich sehe jetzt gerade niemanden. Ich stehe jetzt direkt vor der Treppe. Ich tendiere dazu, eine Flashbang reinzuwerfen. Achtung! Okay. Einsatz, Zugriff. Okay, hab einen. Sehr gut. Soll ich nochmal weiter vor? Sollen wir die hinten erstmal die Geiseln festnehmen? Warte mal, guck mal, wir müssen auch. Guck mal, hier liegt zum Beispiel jemand rum, der ist nur bewusstlos. Den musst du effen. Das ist ganz wichtig. Okay, wer ist hier bewusstlos? Hier ist ein Zivilist. Der da in der Ecke, den habe ich jetzt genommen. Oder auch die hier. Da musst du rein, Tür auftreten. Genau, sagen, die wollten wir jetzt noch. Genau, die wollten wir jetzt noch verkitten. Genau, wer ist bewusstlos? Wo ist das neu? Den habe ich schon, den habe ich hier schon gemacht. Der eine, der da verletzt war, der war in seiner eigenen Blutlampe. Ah, okay. So, und jetzt müssen wir weiter nach oben. Und da oben sind super viele. Der Club ist voll mit Bad Boys. Okay. Let's go. Die Karte hat auch schon wieder einen Skandal. Da ist einer. An der Tür. Warte. Kriegst du ihn? Rechts. Hab ihn. Yes, nice. Vorsicht, warte. Ich geh nochmal vor. Geh du vor mit deinem Schild. Ich guck kurz, ob hier einer ist in dem Raum. Das Problem ist, wir müssen auch immer die wir schießen. Warst du das? Wow, nein. Dann. Wo kam das her? Keine Ahnung. Ah, hier vor mir! Der ergibt sich. Der wollte sich ergeben. Ich glaube. Das ist derselbe Typ immer wieder. Ah, du hast ihn erschossen. Weil wir müssen doch auch aufpassen, dass die sich ergeben wollen, dürfen wir auch nicht erschießen, ne? Ja, aber das Problem ist, du musst jetzt, das ist auch neu, wenn du jemanden niedergeschossen hast, musst du ihn auch fesseln. Was? Ich habe kein Schild. Er könnte noch am Leben sein. Okay. Dein Schild ist auf dem Rücken. Ja, aber ich habe es gerade abgerüstet. Ich gehe nochmal in den Red Room. Ich habe irgendwie. Ah, Forst, der ist einer an der Tür. Oh. Sehr gut. Alter, was halten die denn aus? Was hält mein Schild aus? Vorsicht, okay, ich gehe nochmal hier der rein. Der könnte noch leben. Moment. Ja, der ist sogar noch am Leben. Okay, wir müssen Headshots machen. Ich habe hier ein Handy. Ach ja, schau mal, was die Mission ist. Wir haben hier. Wo sehe ich das? Auf Tab? Zwei Missionen. Tab, ja. Okay. Haben wir hier alle, Rescue all the civilians. Und genau. Wir haben hier ein Handy. Das ist irgendwie als Evidence jetzt. Ja, hast du es markiert? Wie mache ich das? Keine Ahnung. Du hast gesagt, es ist ein Beweis. Ich sehe hier keinen Beweis. Ja, da stand aber Beweis. Also, ich habe F gedrückt einfach nur. Ja, dann ist schon durch. Alles voll die schöne Schrift hier auf dem Board. Weißt du was? Ich nehme das Geld hier drüben mit, ja? Ja, mach das. Praktikantin, weggucken. So. Ey, ich habe vier Kinder zu Hause, okay? Ich brauche das. Das sind harte Zeiten. Strom, Gas, alles teurer. Ja, das stimmt. Ich muss korrupt sein. Die Inflation kickt. Oh, ich höre eine Frau. Bist du ready? Reicht, bist du hinter mich mir? Ich Hand auf Blatt verkauft habe. Ja. Okay, ich gehe vor. Mein kleiner Körper geht nach vorne. Okay. Hä, Moment, wie? Ich bin hinter dir. Du warst doch eben gerade noch hinter mir. Hä? Du musst erst hinter mich? Aber hier drüben ist auch noch eine Tür. Wo? Komm zurück. Hier. Okay. Jetzt lauf mal hier durch. Und wenn du dich gut anstellst, darfst du hier einen Nerz mitnehmen. Hands up. Ich mach jetzt was, einen Nerz? Ja, einen Mantel. Okay. Achtung, rein. Hands up. Alle tot, ist oder? Ist da jemand bewusstlos? Nee. Hinter uns, andere Seite. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt, das war sehr fatal. Da ist einer, der gibt sich. Das war jetzt ja, wirklich... anbrüllen, brüll ihn an. Ja, ja, mach ich. Die ganze Zeit anbrüllen. Wirklich mehr brüllen, Praktikantin. Vorsicht, da ist auch noch was, hier ist auch noch eine. Die kannst du machen. Okay, fessel ihn. Oh, da ist was hinten rumgeschmissen worden gerade. Okay, warte, ich fessel ihn. Gut. Mach dann die Tür zu, weil da hinten war, glaube ich, irgendwas. Und sie auch fesseln noch, bitte.
Du, die Frau ist tot. Ja, da kann ich nichts mehr fesseln, die ist tot. Nein, ich meine die da hinter dir, Mensch. So, woher kommt die denn auf einmal? Bei mir, die habe ich erst nicht gesehen. Ma'am, haben Sie sich da etwa versteckt? Oh, geil. Haben Sie sich etwa versteckt vor mir? Lass uns erstmal hier weitergehen und das ist der Flur wahrscheinlich, wo ich jetzt herkam. Das ist wahrscheinlich, ne? Der Flur, ja. Oder? Oh, da ist einer. Okay, der schießt. Vorsicht, noch mal, lass mich. Hast du ihn angebrüllt? Ja. Ja, nee, er schießt. Geh zurück. Direkt an der Tür rechts. Kannst du ihn treffen? Ich probier's. Mit G kannst du eine Flashbang werfen, by the way, ne? Okay, Moment. Der ist jetzt, glaube ich, nach links gelaufen, oder? Yes, sehr gut, toll. Alles gut. This is the police, hands up. Oh, ich will da noch nicht rein. Da hinten ist noch einer, hab ich. Gut. Ich möchte da noch nicht rein. Boah, Alter, das sieht so übel aus. Schau dir das mal, wie die Leichen sich hier stapeln. Es ist fürchterlich. Ich finde es ganz schrecklich gerade, echt. Oh, der ist ja noch am Leben. Der ist sogar noch am Leben. Ah, hast du Glück gehabt. Moment, die Waffe eintüten. Der da hinten könnte auch noch am Leben sein, ne? Ja, das ist aber das Problem jetzt. Also das ist jetzt ein bisschen anders. Wollen wir nicht hier lieber lang gehen? Weil hier ist noch ein bisschen ruhiger und ich glaube, von hier kommen wir von der Bar. Aber ich würde den da hinten gerne fixieren. Ich habe irgendwie Schiss, dass er aufsteht und Rache für seinen Kumpel will. Und ich glaube, die können jetzt auch Leute befreien. Oh, echt? Deswegen, ja, die können auch Leuten helfen und sowas. Okay, dann lass es uns risken. Die KI ist deutlich intelligenter als früher. Wo bist du denn? Geh langsam vorsichtig, ich bin vorne. Hier, siehst du mich? Lass mich mal vorgehen. Oh shit, ist ja auch noch laut. Fokus jetzt bitte auf den Typen, der da hinten liegt. Knut Ruth, rein da. Wo ist der? Durch die Tür. Der liegt irgendwo am Boden. Ja, liegt hier. Der da noch? Ja, ja. Okay, dann weiter. Warte, da ist auch jemand da hinten, oder? Ja, da ist jemand, die ergibt sich. What? Gut, alles gut, die ergibt sich. Der hat sich nochmal wegbewegt. Wie krass ist das denn? Und Alter, wie krass ist das denn? Guck mal, hier ist die Blutlache. Ich hab den hier erschossen. Schon nice. Das ist richtig übel, der ist nochmal weggerobbt. Der ist jetzt gerade komplett weg, gell? Oder ist der jetzt gerade hier nach vorne gerobbt? Okay, gut. Das ist gruselig. Warte. Ich muss noch die Waffe hier. Die sicher ich noch. Oh, ich höre jemanden schreien. Vorsicht, jemand, der aggressiv ist. Oh, endlich mal ein bisschen ruhiger hier. So. Wie kannst du... Warte, lass mich vorgehen. Da ist jemand, okay, da ist jemand. Ja, da ist einer. Shoot ihn weg. Praktikantin, go. Moment. 3, 2, 1, Praktikanteneinsatz. Hast du ihn? Nee, seh nix. Ist zu schwierig. Wo ist er denn? Immer noch in dem Raum, oder? Der ist immer noch in dem Flur, ja. Der ist rechts in dem Flur. Jetzt läuft er nach links, glaube ich. Ja. Ja, der steht da genau, ja. Soll ich kurz reingehen, um ihn abzulenken? Ich gehe rein und lenke ihn ab und du schießt. Ich gehe jetzt nach rechts. Los. Oh, der ist ganz da hinten. Habe ich ihn? Warte. Ich weiß es nicht. Ich gehe nochmal. Lenk ihn ab in 3, 2, 1. Ich sehe ihn gerade nicht. Mein Bein ist schwer verletzt. Heil dich. Just saying. Kannst du dich? Heil dich. Das ist... Du hast nichts zu heilen. Nein. Es gibt keine Heilung einfach so. Aber das war doch in den anderen Maps hatten wir doch immer Heilung. Ja, du kannst deine Blutung stellen. Sowas geht, ja. Aber gegen eine schwere Kopfverletzung, gegen eine Kugel in den Kopf hat noch niemand was entwickelt. Ah, mein dummes Schild. Ich sehe halt gerade nichts wegen diesen Kackschüssen auf meinem Visier. Warte, ich geh ran. Ah, Vorsicht. Ich geh ran. Ich hab Eier. Er ist tot. Hier, das ist der von vorne, okay. Moment, ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, hier scheint jetzt so, clean warte, zu sein. Warte. Hier, der hat noch eine Waffe, die muss ich auch noch eintüten. Dann da drüben war noch jemand, das muss erstmal hier ein bisschen aufrollen, das Ganze. Was ist eigentlich für ein extrem geiler Club, ne? Ja. Ist echt cool. Ich glaube, ich mag ja eigentlich Party machen nicht so, aber da hätte ich auf jeden Fall wieder Bock. Hier geht's auch Treppen hoch, gell? Warte, erstmal alles fertig machen. So, warte, ich gehe mal wieder hier weg. Wo bist du? Hier sieht's gut aus. Ich bin immer noch unten, wo wir den einen erschossen haben, der sich weggerobbt hat. Ja, okay. Ja. Jetzt gehen wir mal hier lang. Aber... Ja, okay, warte, lass mich vorgehen. Okay, geh mal ein bisschen rein. Okay, hier ist eine Tür. Lass erstmal hier den Bereich machen. Ich sehe halt mit meinem Kackschild fast gar nichts mehr. Wo lang willst du jetzt? Hier, wo ich... Da ist jemand.
Nicht schießen, nicht schießen. Das ist nur eine Stripperin. Eine militante Stripperin, die hat nämlich irgendwie auch eine Verschleierung. Okay. Schau dir das mal an. Was ist das für ein Club? Eine Disco mit Spa. Boah. Oh, da ist jemand. Oh, er hat sie erschossen, oder? Nee, doch nicht. Nein, nein, nein. Hier, er ist weg. Geh du vor. Ich visiere hier drauf. War der links oder rechts? Okay. Rechts, 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 rechts. Ich hoffe, meine Bezahlung ist wenigstens gut. Also er ist komplett lost. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Ah! Okay, da. Oh. Hier beim Flurhaus. What? Die Frau ist weg. Rechts ist er. Warte ganz kurz, die Frau ist weg. Wo ist sie hin? Oh, da ist einer. Oh mein Gott. Wo war uns? Oh, shit. Hinter uns. Warte, warte, warte. Oh, das ist die Frau, die sich irgendwo eine Knarre geschnappt hat. Das kann sein. Boah, das wäre aber mies, ne? Sehe nicht. Ich sehe halt mit meinem Schild gar nichts mehr. Keine Ahnung, wo er hin ist. Hast du geschossen? Nee, das kam aber von rechts jetzt. Und hinter uns. Wir sind jetzt in so einer echt miesen Situation, weil die von beiden Seiten umzingelt, ja. Scheiße. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein. Ja, warte, warte. Boah, es ist mies, wenn das Schild kaputt ist. Ich bin jetzt richtig verkrüppelt. Ich sehe schon nichts mehr richtig. Ich öffne mal die Tür hier. Lass mich mal durch. Okay, geh du rein, warte. Jetzt. Wird Zeit für einen Ruhestand. Oh, hier ist, glaube ich, jemand. Irgendjemand redet doch hier noch. Das bin ich. Nee, nee, hab ich nicht eben noch jemanden gehört? Also hier ist niemand. Ah, hier sind noch ein Haufen Verwaltungsgebäude. Irgendeine Möglichkeit, mein Schild wieder zu verbessern? Nee. Kacke. Macht's dann Sinn? Ich glaube, es macht Sinn, mit dem immer reinzugehen. Und ich sorge, dass die Leute sonst gar nichts vom Gameplay mitkriegen. Oh, da ist er ja noch. Okay, was ist mit dem jetzt hier? Warte, 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 warte. Ich werde den direkt mal hier, zack. Ist nicht schlau, die Türen eigentlich auch immer wieder zu schließen? Kann man die schließen? Ja, aber die könnt ihr auch wieder aufmachen. Hier noch so. Einen vielleicht. Ich habe dem gerade gesagt, alles wird gut. Guck mal hier, Kokain. Crystal. Warte, lass mich vor. Ich gehe mal mit dem Schild vor und dann mache ich es mal runter, dass die Leute... Ah, jetzt sind wir wieder hier. Da waren wir doch. Ah, hier war vorhin der lange Gang, wo der eine Typ rein ist. Vielleicht ist er hier in der Tür. Vielleicht ist er auch halt von der anderen Seite wiedergekommen. Oh, ist hier zufällig gerade Sprengstoff? Oder ist das nur die Fliese? Nee, das ist nichts. Okay. Lass mich rein. Es ist so eklig, wenn du in einem Raum bist, in dem du dich nicht auskennst. Ah, da ist einer direkt rechts. Okay. Ist er tot? Hab ihn. Yes, nice. Ja. Achtung, hinter uns! Hinter uns! Alter, ich geb dem Headies. Was stimmt mit dem nicht? Ist tot. Du bist tot? Nee, er ist tot. Mir geht's gut. Ich hab gar nicht gecheckt. Ich sehe mit dem. Ich muss das Schild leider wegtun. Ich sehe sonst nichts mehr. Ich erkenne nicht mal mehr, ob du es gewesen bist. Ich bin schon so zerschossen. Wenn ich davon vom Bürgermeister keinen Orden bekomme, dann weiß ich auch nicht. Aber echt eine schwere Map, ey. Holy. Okay, warte, hier liegt noch einer. Ich will den auch. Ey, ich hab den in den Kopf geschossen. Hat den null gejuckt. Sollen wir hier weiter reingehen in die Tür? Oder? Ja, einfach hier mal alles durchmachen. Ich gehe vor, weil. Locked. Moment, warte. Ah, du hast ein Didrisch. Nee, ich mach hier. Okay. Shotgun. Okay, warte, lass mich reinpieken. Ist es vielleicht manchmal auch besser, einfach nicht Hands up zu sagen und zu warten? Oder ist einer? Ist er böse? Ich weiß es nicht. Ja, er halt macht Hands up. Alles dann gut. Schnell rein. Weil die können sich auch umentscheiden, ne? Ja. Irgendwo ist noch so eine Lady unterwegs. Achtung, die kann auch hier in der Ecke sein. Links, rechts gucken. Okay, ich schnapp mir den. Okay, ich guck nochmal. Tu dich mal hier. Schilde mich. Ich schilde dich. Okay, geht's hier noch weiter? Ja, hier. Ich weiß nicht, wie wir hier schon waren. Aber da hinten ist nichts mehr, ne? Das ist durch. Okay. Ach, du kannst auf Page Up
glaube ich, kannst du sprinten oder Page da bauen. Ist hinten irgendwo eine Frau. Ja, das war die eine, die. Nee, die haben wir noch nicht. Ja, die haben wir nicht festgenommen. Vorsicht, du, lass mich die könnte jemand sein. Die könnte jemand sein. Oje, 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 oje. Ich guck nach rechts. Hier ist nichts. Angst. Hier ist wieder so ein Pulli. Alles klar. Ja. Schau dir mal an. Ich meine, die hat eine Glatze, hat ein Halstuch, ist verschleiert und trägt einen übelst tighten String. Was ist das für ein Mensch? Ist sie böse? Ist sie gut? Ich kann es nicht einstufen. Das ist Stil. Also weißt du, ich würde jetzt schon mal gerne mein Nachtsichtgerät anziehen. Für das, was? Okay, es bringt dir nichts, oder? Nein, du wirst blind. Ich finde, es geht eigentlich. Ja gut, wenn du sagst, das ist mein Stil. Ich sehe in den Tiefen, glaube ich, mehr, oder? Was meinst du mit Blind Let's Plays? Also dieses ganze Neon-Zeug, das flasht deine Netzhaut so weg, wenn du... Nein, also, ach so, das meinst du. Ich weiß nicht. Ich find's nicht so geil. Ich hab Angst. Okay. Warte, ich geh vor. Da ist niemand mehr. Warte. Ich glaube, es ist echt besser, wenn die auf mich schießen und du zielst dann. Ich shoote. Oh Gott, ich hasse diesen Raum jetzt schon. Oh mein Gott, was ist das denn? Ist halt in zwei Richtungen, ne? Oh, das ist sehr, sehr bitter. Du kannst ja nochmal dein Schild nehmen und einfach blocken. Du musst ja nichts sehen. Das ist so ein Glotz. Oh, der ist einer. Da ist einer. Ja, der ist 100% böse. Der ist jetzt nach links gelaufen. Ich weiß, ich hab's gesehen. Junge, da ist noch dein ganzes Leben vor dir. Denk doch mal drüber nach. Kollege. Wir haben so viele Menschen erschossen. Du kommst da nicht lebend raus. Geh mit dem Schild einfach rein. Sie ist eine Praktikantin. Sie ist freundlich. Wenn die stirbt, okay, der ist direkt dort. Der ist direkt dort. Ich kann leider nichts sehen, weil das Schild ist so verschossen. Vorsicht, der steht direkt dort. Das ist jetzt aber schwer. Vielleicht eine Flashbang. Auf ihm die ich habe keine mehr. Du musst flashen. Dann gehe ich rein und mach einen auf Slow Motion. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gemacht. Oh, das sind mehrere. Das sind mehrere. Ich habe mich selber geflasht. Das sind richtig viele da oben. Das darf Hanno nicht sehen. Habe ich noch eine? Ich dachte nicht, dass er direkt... Wenn ich G drücke, schmeißt er auch direkt, ne? Ich hab da nicht nee, du hast keine mehr. Okay, du müsstest jetzt mit deinem... Gott, das ist eine echt schwierige Stelle, weil die stehen halt so da hinten. Können wir nicht von der anderen Seite kommen? Es gab doch vorhin eine andere Möglichkeit, Treppen hochzugehen. Das wäre, glaube ich... zwei Dudes da hinten. Ja, wollen wir nicht die anderen Treppen nutzen? Oh, ich habe keine Muni mehr, sehe ich gerade. Ich habe nur noch Pistole. Kann ich dir was droppen? Weiß ich nicht. Moment. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekillt habe. Das waren wie gesagt zwei. Alter, der schießt hier durch. Oh, wow. Ja, ich glaube, du hast einen getroffen, oder? Ja, sehr gut. Offen habe ich einen definitiv. Der einer röchelt. Noch. Ja, der lebt noch. Lass einer röchelt noch. Da unten. Oh. No. Stand ihn ab. Sag mal, wie viel Leben haben die denn? Lass mich vor. Okay, ich gehe rein. Ich gehe vor. Es wäre geil, wenn ich mir eine Waffe hier nehmen könnte, aber ich glaube, das ist einfach nicht professional. Hier sind die Treppen, die wir, glaube ich... Warte, wie sieht's denn wieso, aus? Wieso wiggelt der hier? Hä? Wo kommt denn der hierher? Der ist hier gerade gespawnt. Get on the ground now. I'm Arnold Schwarzenegger. My name is Lord Baron Schnitzel-Nazi. Ich hab Angst. Vorsicht. Nein, es ist ja auch noch laut. Es könnte jetzt von beiden Seiten wieder jemand kommen. Oh Gott, ich will hier nicht rein. Kann man nicht mal die scheiß Musik ausmachen? Um Gottes Willen. Da. Wo? Das ist eine Tänzerin da vorne. Hinter uns schreit's auch noch. Da vorne! Oh shit, warte, oh shit, zurück, das sind mindestens komm zwei. Komm zu mir. Ich hab's im Griff. Ich aber nicht! Sind irgendwie da hinten. Die hängen jetzt da hinten, also mindestens zwei. Kann ich nicht ein bisschen System of a Down laufen? Das würde ich irgendwie mehr fühlen. Ja, das ist halt... Warte mal. Ich hab noch ein Magazin. Hast du ihn? Ist er tot?
Ja. Ja, ich habe noch ein bisschen Muni. Hey, der Stuhl macht auch Party. Der fühlt den Beat. Aber da ist noch einer. Vorsicht nur. Wir müssen uns jetzt noch guck mal, der Stuhl. Bei mir macht hier gar nichts Beat. Hä? Ich weiß nicht, was du für eine komische Version hast. Nee, wirklich. Mir ist ja alles ruhig. Die Musik ist auch gar nicht so laut. Da vorne ist auch jemand gegenüber. Aber der hat es ja gegeben. Die hören uns auch, ne? Klar, natürlich. Okay, warte, warte, hier waren es ja zwei. Wir müssen erst noch in den anderen Raum. Ich habe Angst, dass ihr uns sonst von hinten in den Rücken fällt. Wie Freunde. Die Lady da drüben, by the way, ne, ich habe gefragt, ob sie mit mir ausgehen möchte. Sie hat ja gesagt. Echt? Hast du davor gesagt, dass du YouTuber bist oder ging das so? Ich habe gesagt, ich bin bei der Polizei. Frauen mögen Männer bei der Polizei. Die fühlen sich da irgendwie, ich weiß nicht, hingezogen. Wenn ich sagen würde, ich bin YouTuber, dann wäre die weg. Stimmt. Ich würde sagen, Gott... Nicht noch einer von denen. Lass mich mal laufen. Ach, ist da ist einer. Nicht schießen, nicht schießen. Nicht schießen! Kno! Gehst du wirklich zu Leuten hin und sagst, hi, ich bin YouTuber? Nee, ich erzähl das eigentlich nie. Ich erzähl's eigentlich auch so gut ich kann nie, ja. Weil es mir irgendwie immer ein bisschen unangenehm ist. Ja, leider, es sollte uns gar nicht unangenehm sein. Also, wenn mich jemand fragt, was arbeitest du, sage ich immer, ich verkaufe Heroin auf dem Spielplatz. Das ich mag es halt nicht, wenn die Leute sagen, das ist halt so dieses Influencer-Dasein. Ich meine, wir verarschen unsere Community nicht, weißt du? Das finde ich, hat mittlerweile schon so Geschmäckle. Warte, warte, ich muss den hier noch eintüten. Weil, wie gesagt, wir können auch immer noch leben. Was ist da los? Der steht hier und guckt mich an. Er macht es. Er tut, was ich sage. Der erste Mann, der tut, was ich sage. Auf die Knie, dass du Influencer bist. Ich hab gesagt, auf die Knie mit dir. Dann gibt's ein paar Peitschenhiebe. Auf die Knie mit dir, du Knecht. Hey, der hat echt überlegt, dachte sich so, ja. Da stehst du drauf. Boah, wir haben's geschafft, das erste Objective. Ja! Leck mich doch. Oh mein Gott! Und weißt du, was krass ist? Niemand Unschuldiges ist ums Leben gekommen und ich spiele mit dir. Das ist echt, also, das ist jetzt keine Beleidigung, aber du weißt ja, für was du bekannt bist. Zivilisten erschießen. Das stimmt doch gar nicht, ich bin immer voll nett. Naja. Lass mich damit in Ruhe, spinnst du oder was? Das muss ich jetzt mal sagen. Guck mal, hier liegt eine Waffe, die kann ich aber nicht eintüten. Kannst du die eintüten? Geh nochmal zurück, hier liegt eine Waffe. Irgendwie komme ich da nicht ran. Nö. Ja, die ist irgendwie verglitscht. Also wir haben jetzt alle gefunden und jetzt müssen wir... Nee, wir haben alle... Alle, ach so, okay, wir müssen jetzt noch die anderen noch die, retten, genau. Noch die Civilians. Guck mal, hier drüben habe ich einen gesehen, zu dem renne ich mal kurz hin. Warte, ich komme mit. Jetzt müsste ja eigentlich alles cool sein. Also du glaubst, die Anspannung dass geht. Also die tun es, jetzt müssen wir noch die finden. Genau, ja. Also es gibt keine Bösen mehr, anscheinend. Anscheinend nicht, außer aber, das Spiel lügt. Aber die können sich... Oh mein Gott, der hat eine Bombe! Knu! Was machen wir jetzt? Das machst du, das ist so ein Praktikantending. Nein! Natürlich, es steht in der Praktikantenbibel. Falls Zivilisten Bomben angeschnallt haben, musst du das übernehmen. Was mach ich denn jetzt? Ja, erstmal mit ihm reden vielleicht. Oh, der Arme! Der hat Waifu dabei. Ding, wie denn? Nein, muss ich da... Macht, okay, oh mein Gott. Hat der ein Placement? Der hat ein Waifu-Placement. Der hat kleine Waifus um den Rücken. Ja, und jetzt? Wie kann ich das jetzt machen? Gar nichts durchsagen. Der arme kleine Racker. Oh, ich kann ihn hochheben. Und jetzt? Kannst du ihn hier auf die Tanzfläche schmeißen? Ich kann ihn werfen, ja, vielleicht. Nee, leider nicht. Oh, der Arme! Im Geißelweitwurf war ich nie so gut. Also die Stühle, die fühlen das echt bei mir, das muss ich echt sagen. Ja, weil du nicht die original 72-Euro-Version hast, sondern nur die 65-Euro-Version. Wahrscheinlich, direkt. Ne? Guck mal, ich kann... Oh, da sind ja noch welche. Guck mal, zwei. Guck mal, ich kann Geißelweitwurf machen. Hui! Schmeiß die doch mal auf die anderen Geißel. Warte, ja. Moment. Kann nicht hochheben. Er will nicht mehr. So, die pflügen wir jetzt Geißeln alle ein. Auf Geißeln werfen? Stimmt. Und immer durchsagen, ne? Ja. Achtung, ich schmeiß jetzt auf sie meine Geißel. Oh, und der Stuhl noch. Oh mein Gott. Die Armen, sehr schon traumatisiert. Komm, lass mal weitersuchen jetzt. Hör auf die... Aber hier liegen noch Leichen rum. Hast du mal in Ruhe jetzt? Durchsagen? Nee. Ja, müssen jetzt irgendwo noch Leute sein. Ja, wir haben noch so viel nicht abgesucht. Der Laden ist ja auch riesig. Oh mein Gott.
Da wird der. Wurde ich nicht jedes Mal von. Wer hat mich letztes Mal immer erschossen? War es der Kaya? Definitiv Self. Nee, es war Self. Ach, Self hat mich immer erschossen. Self war so ein typischer, ich erschieß meine Mates. Ah, guck mal, hier waren wir schon. Stimmt, hier waren wir schon. Ich würde tatsächlich die Treppen mal runtergehen, weil da gab es noch ein paar verschlossene Türchen. Okay, wir müssen. Ne, ich hatte irgendwo noch einen. Ach, das war dir gegenüber mit der Bombe, stimmt. Die hast du beide durchgesagt, ne? Ja. Nee. Oder? Doch. Ich geh jetzt runter. Ja, ich bin mal noch hier oben. Ich schau noch mal hier oben. Hier geht's runter, hier ist nichts. Hier geht's. Ich habe jemanden eben gerade gehört. Oder hast das du bin ich. Oh, hier gibt's noch einen Keller. Das wusste ich gar nicht. Ah ne, jetzt wieder diese. Ich glaube, es ist keine gute Kombination, Pool und Wasser und Alkohol zu verbinden. Wir haben in Stuttgart einen. Oh, da ist einer. Wir hatten in Stuttgart einen Club, da gab es einen Pool, da ist einer gestorben, weil der sich irgendwie mit einer Scheibe den Bauch aufgeschlitzt hat. Was? Ja, das irgendwie. Okay, ich dachte, er ist ertrunken. Jetzt erzählst du mir, er hat sich mit einer Scheibe den Bauch aufgeschlitzt. Ja, da war halt, hat jemand seinen scheiß Alkohol reingeschmissen, ist dann kaputt gegangen und aus das Glas hat er sich dann im Bauch die Arterie. Ach so, ich dachte, er wäre irgendwie in einer Pool-Alkoholpsychose gelandet und hätte sich dann quasi das Leben genommen, indem er sich den Bauch aufschlitzt. Nein, oh mein Gott. Eine Glasscheibe, die er dort gefunden hat. Aber ich hatte einfach Angst, dass die Leute da irgendwie reinfallen und gerade so ein Mist halt einfach passiert. Get down, I wanna see hands. Get down. Wow. Hast du jemanden? Einen. Gut. Ja. Security-Mann hinten beim Bierlager. Keith. Es könnte sein, ehrlich, dass wir es echt hinbekommen hättest haben. Hättest du gedacht, dass du es mit mir schaffst? Nee, weil ich hab's mit Sterzig nicht geschafft. Sterzig erzählt mir immer seine Geschichten, wie er gut in Counter-Strike war. Was natürlich alles nur Hörensagen ist, ne? Er hat gelogen. Hier ist wieder ein Handy. Das ist schrecklich. Sterzig also, ist halt auch jemand, der immer sich die Welt so macht, wie sie ihm gerade gefällt. Ich finde es ganz schrecklich, dass hier diese Telefone klingeln, weil die armen Hinterbliebenen die versuchen zu erreichen. Es hat echt so Geschmäckle hier gerade. Ja, aber weißt du, so ist es halt, ne? Ja, fürchterlich. Könnte ich nicht. Also an alle, die diesen Job machen, meinen absoluten Respekt. Ich könnte es nicht. In Amerika ist es irgendwie so an der Tagesordnung, verrückterweise. Hier in Deutschland geht's ja noch. Ja, fürchterlich. Könnte es nicht. Ich wollte mal zur Polizei. Ich habe sogar schon einen Test und alles gemacht. Aber das war mir dann auch ein bisschen zu. Ich habe dann auch zwei Wochen. Aber die haben dann gesagt, so der ist zu Praktikantinnen unfreundlich. Den können wir nicht nehmen. Nee, das fanden die super. Die meinten so: Ey, dein Stil, wie du mit Praktikantinnen umgehst, top. Nicht sexistisch, ja, ne? Aber trotzdem herabwürdig. Aber das trotzdem richtig toll. Bestimmt, ja. Yes. Ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, ich finde nichts mehr, aber das ist immer noch offen. Also, es fehlt noch irgendwo einer. Oh Mann, diese schrecklichen Handys. Jetzt hört darauf anzurufen. Ich würde da nie rangehen und denen sagen, dass die Person wahrscheinlich nicht mehr lebt. Entschuldigen Sie, ja. Nein, nein. Magda ist tot, ja. Rufen Sie nicht mehr an. Tschüss. Ich bin zu sensibel für solche Spiele. Oh, süß. Die Kamera habe ich hier auch. Diese kleine Retro-Kamera. Sie aus Life is Strange. Das sind Spiele, die ihr wahrscheinlich alle noch nicht gespielt habt. Doch, klar. Ich habe es gespielt. Bis mal im Stream durchgespielt, Life is Strange. Der erste ist geil. Ja, aber dann war es mir ein bisschen zu viel Teenie. Ey, wo ist denn jetzt hier der letzte Dude? Ein Mensch fehlt noch. Das ist immer so. Einer fehlt in so einem riesen. Ah, ich höre jemand. Findest du nicht. Ich höre jemand. Kann ich hier rein? Bitte. Ich finde, hier verläuft man sich auch so viel schnell. Okay, also ich bin jetzt gerade im Eingang und ich habe vom Eingang aus rechts jemanden reden hören. Das bringt jetzt natürlich nichts, aber ich gehe jetzt mal hin, weil das war eine Frau. Das heißt, sie braucht Hilfe. Stand die draußen oder war die drin? Nee, die ist drin, aber ich habe sie von rechts schreien hören. Das heißt, sie muss hier irgendwo sein. Wahrscheinlich oben rechts. Kann ich auch rennen? Ja, Page up. Bist ein bisschen schneller halt. Oder Page down, irgendwas okay. Von den beiden. War auch nicht wirklich, ne? Ah, nee, Position one. Das ich höre jemand. Oder können es auch die Geiseln sein? Nee, die halten eigentlich die Klappe. Sobald die gefesselt und geknebelt sind, sind oben ist, glaube ich, eine. Ich guck mal, dass ich hochkomme. Ja, hier. Oh, vielleicht auf dem Klo. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Gibt's glaube ich, noch ein Herrenklo. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Lebt der noch? Ja! Oh Mann, haben wir wirklich eine Mission geschafft? Warte, hier 100 Pro, hier waren wir noch nicht.
Ah ja, hier. Hallo. 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 Kann ich den auch schlagen? Hier, Kies, der will nicht. Wo? Da. Ja, jetzt, guck mal, er sieht mich und sagt, ah, Sie sind ein Mann. Ja, von der Frau lasse ich mir natürlich nicht sagen, aber Sie haben einen mächtigen Schnurrbart. Gut, den habe ich als Halbtürkin auch, da machst du mir nichts vor. Ja, wir haben es geschafft. Ja! Gebremst. Jetzt muss der Bild ein, hoch. Page up. Was? Page up auf der Tastatur. Ja. Bild hoch. Mach ich doch. Pfeil nach oben. Mach ich draufdrücken. Doch. Mach jetzt. Ich doch. Hat es jetzt funktioniert? Ich hatte die Feststalltaste drin. Er redet. Er redet. Okay, was bekommen wir? Mein persönlicher Rekord ist ein D mit Sterzig. Ich glaube, das könnte besser sein. Weil Sterzig und ich, der hat dazu sehr... B! Friss das, Sterzig! Woo! Ich hoffe, du siehst das Video. Gut so. Gemacht! Kadett. Nice. So, sehr schön. B ist gut. B steht für brav. Niemanden getötet. Guck mal, keine Strafe und gar nichts. Sauber. Ab ins Hauptquartier. Ja, richtig, richtig gut. Den du aufbrühen musst, ne? Nein, du machst den Milchschaum. Ja, den mach ich ja. Nein, bitte nicht. Ja. Nice. Na ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin froh, überlebt zu haben. Das ist für mich immer das Wichtigste. Und Dankeschön, Kies, dass du mich bei diesem Video hier begleitet hast. Bitte, bitte. Gute Besserung an Hand of Blood und Grüße an die Community. Komm wieder zurück, Henno. Deine, wie nennt er euch eigentlich? Wie nennt Henno seine Community? Deine Hennos brauchen deine dich. Deine Händchen. Deine kleinen Händchen. Dich. Deine Patsche-Händchen brauchen dich. Ja, Dankeschön. Unten ist Kies verlinkt, das Liebe da und wir sehen uns. Ich mach's jetzt nicht zu gnuisch. Ach, dann kommt Handherz, habt ihr euch verdient. Jetzt raus!